auf dem Weg nach Lindenlei gestern zu Familie Burkhardt. Mutter Elfriede und die Söhne Thomas und Ralf. Vater Klaus. Mike fährt weiter nach Graz zu Familie Ladler. Tochter Karin und Katze Lady. Der Mike ist da. Mike ist da. Vater Erik, Sohn Klaus und Mutter Helga. Ich habe ein kleines Problem. Ich weiß gar nicht, ob wir heute überhaupt den Preis ausspielen können, weil Achim ist irgendwie mit dem Geld verschwunden. Junge, wohin willst du mit dem Geldkoffer, sprich? Dem da. Siehst du ihn nicht? Ah, den Mann dort im bunten Gewand. Du drückst dir den Koffer doch gleich in die Hand. Ja, das ist unser Überraschungsgast heute, Herr Dr. Chandros Preis. Guten Abend. Nehmen Sie Platz, ich verrate noch nichts heute, wer Sie sind, das kommt nachher erst, ja? Der Mann sieht vertrauenswürdig aus, Achim, ja? Naja. Ja, du kommst, ja. Jetzt ist gut. Passen Sie auf das Geld auf, wir kommen nachher wieder, hoffentlich sind Sie dann noch da. Gut, Achim, jetzt wollen wir uns erstmal verbeugen hier, machen Diener, guten Abend, Augsburg. Guten Abend, liebe Fernsehzuschauer zu Hause in Deutschland, in Österreich. Guten Abend, liebe Videorekorder. Ich freue mich, dass ich heute Abend wieder bei Ihnen sein darf. Unsere Show neigt sich schon dem Anfang entgegen. Deshalb möchte ich meine absoluten Stars des heutigen Abends aufrufen. Meine Kandidaten aus Österreich, aus Graz, Familie Ladler. Aus Linden bei Gießen, Familie Burkhardt. Klaus, Platz. Elfriede. Ja, vorsichtig. Und Thomas. Ralf. Da. Alles klar? Habt ihr alles? Ja. Fehlt nichts? Doch, etwas fehlt. Das Wichtigste, der Goldhamster, der Geldhamster, Willi und sein Coach Walter Simbeck. Walter. Hallo. Willi, komm zu Mike. Walter, wie geht's Willi? Hat er Lampenfieber? Ja, ihm geht's sehr gut. Er ist gut vorbereitet, hat kräftig in seinem Laufrad trainiert. Mhm. Jetzt ist er topfit für die Sendung. Topfit, Willi, sag ja. Mal, komm, Junge. Alter Kumpel, was hast du denn gemacht die ganze Zeit im Sommer? Was? Eine Good-Willy-Tour? Nach Amsterdam. Ja, gut, Junge. So, also, wir gehen wieder rüber zu unserem Wohnzimmer von Willy. Alle haben ihr Wohnzimmer, nur Willy nicht. Meine Damen und Herren, es hat sich einiges geändert in der Sendung, zum Beispiel Willys Wohnzimmer. Hier waren bis jetzt immer so Felder, die aufleuchteten für Trostpreise. Die sind nicht mehr da, das hat seinen guten Grund. Denn jetzt bekommt jede Familie am Ende einen tollen Preis als Dankeschön fürs Mitmachen. Also keiner geht mehr mit leeren Händen zurück in seine vier Wänden. Nicht, Walter? Immer. Und dann haben wir noch eins, Sie können zu Hause mitspielen bei unserem Hamster-Lotto, das erzähle ich Ihnen aber erst später.
Was geblieben ist, Willi bestimmt, wer anfängt. Läuft er durch Loch A, beginnt Familie Ladler. Läuft Willi durch Loch B, beginnt Familie Burkhardt. Und ich sage die fast schon legendären Worte, Walter, setz ihn hinein und Willi, go! Na, Willi, gut. In B! Ja, Walter, flieg ihn schön. Und es beginnt Familie Burkhardt. Juhu! Tja, Mensch, Jungs. Was macht ihr beruflich? Das sieht man. Das sieht man. Ralf, du bist, sag es, Schornsteinfeger. Thomas, du bist? Dasselbe. Jetzt kommt der Gag. Klaus, du bist? Ich bin auch ein Schornsteinfeger. Ja, drei Schornsteinfeger hier heute. Das muss ja... Die Hauptperson haben wir ganz vergessen, guckt schon ganz ernst. Elfriede, du bist kein Schornsteinfeger. Nein, nur Hausfrau. Nur Hausfrau? Ja. Das ist doch nicht, nur Hausfrau ist doch so abwertend. Du bist Hausfrau. Das ist doch ein Beruf, den die meisten Frauen in Deutschland haben. Das ist anstrengend genug. Jawohl. Du musstest wahrscheinlich immer die Wäsche, weil wie geht das überhaupt? Wie wäscht man für drei Schornsteinfeger die Wäsche, Elfriede? Die Anzüge werden nicht gewaschen, nur die Unterwäsche. Die Anzüge bleiben immer. Bleiben dreckig. Haben nach einem Jahr werden sie weggeschmissen. Jetzt sind sie gewaschen. Ach was, ist das wahr? Ja. Die werden nach einem Jahr ungewaschen? Ja, ja. Weggeworfen? Ja. Jetzt haben wir das auch erfahren, das habe ich nicht gewusst. Ja, wenn sie unansehnlich sind oder wenn sie bei Müll. Das heißt, ihr braucht jedes Jahr einen neuen Anzug und Unterwäsche macht Elfriede locker. Ja. Elfriede, was hast du für Hobbys? Eigentlich nur Kegeln. Ich bin noch berufstätig, Kassiererin noch. Neben der Hausfrau noch Kassiererin? Halbtags. Macht das Spaß? Ja. Jetzt frage ich nicht, wo du Kassiererin bist, dann wird das wieder Schleichwerbung. Klaus, du bist ein ganz bestimmter Schornsteinfeger, habe ich gehört. Also ja. Deinen Söhnen vorgesetzt oder sowas? Ja, ich bin, wenn man so will, der Chef meiner Söhne oder dem Namen nach Bezirksschornsteinfegermeister. Wie wird man das? Nachdem man eine Lehre durchlaufen hat, macht man seine Gesellenprüfung und dann macht man nach 4 Jahren seine Meisterprüfung und dann kommt man auf eine sogenannte Bewerberliste und nach einem gewissen Ablauf steht man dann mal an der ersten Stelle und dann bekommt man einen Kehrbezirk zugeteilt. Muss man da besonders schwindelfrei sein? Das ist Voraussetzung schon bei der Einstellung zum Beruf. Wie wird das getestet? Das wird nicht getestet, da haben wir unsere eigenen Vorstellungen schon bei den Jungs, wenn wir die zum ersten Mal sehen. Das merkt man gleich, ob einer schon... Schwindlig ist, wenn er auf dem dicken Teppich steht. Ja. Ihr habt euch noch ein bisschen Verstärkung mitgebracht. Ja. Aus dem Landkreis Gießen. Die Jungs waren ja nicht untätig. Richtig. Ja, da sind sie doch. Ja. 20 Schornsteinfeger aus dem Landkreis Gießen. Das sind die Schornsteinfeger. Ich mache momentan Meisterprüfungsvorbereitungslehrgang. Ja. Und in Frankfurt wird das gemacht. Und die haben das irgendwie spitz gekriegt, dass ich hier mitmache. Da haben sie gesagt, da fahren wir mit, da unterstützen wir euch, wo es nur geht. Und das fand ich super. Und jetzt sind sie alle und sogar noch mehr da. Das ist super. Ja, wir bedanken uns bei den Jungs. Thomas, du kannst auch Unterstützung brauchen, weil wir gleich anfangen zu spielen, wir beide. Uff. Na ja, komm. Ja, ist nicht so schlimm. Ich muss nur noch unseren Zuschauern zu Hause noch mal kurz unsere Spielstrategie erzählen, hier an der Wand. Weil wir nämlich... natürlich eine lange Sommerpause hatten. Vielleicht hat es der eine oder andere vergessen zwischendurch. Wir haben also eine Pyramide mit 7 Stufen. Du siehst es, Thomas. Ja. Wer als Erster auf der 7 ist, hat gewonnen. Ich spiele mit jedem 2 Spiele. Man kann seinen Schwierigkeitsgrad selbst bestimmen. Also von 1 ist einfach, 3 ist schwer. Wenn man 2 mal 3 nimmt, wäre man schon auf der 6. Das wäre ja einfach. Richtig. Aber ich gehe gleich auch noch rüber zu Ladlers. Und wenn du dann auf der 3 wärst zum Beispiel, könnte zum Beispiel der Klaus Ladler sagen, ich bin gemein, nehme auch die 3 und schmeiß den lieben Thomas raus. Und dann wäre der Thomas, wenn der Klaus es schaffen würde, auf der 2. Und so kämpft man sich langsam an den Abend hoch auf die 7, gell? Genau. Gut, jetzt müsste ich dich fragen, Thomas, die Wand ist dein. So hoch wie es geht. Geht gleich voll los? Geht gleich voll los. Wir probieren. Mit einer 3? Ja, sicher.
Ja, das ist doch schon mal ein Applaus wert. Der Mann will auf die 3. Toll. Thomas, du kennst doch sicher die Situation. Du arbeitest in einer Fabrik, stellst Anti-Pjucken-Oszillatoren her und neben dir steht einer, der sagt immer, guck mal, da kommt schon wieder einer, guck mal, da kommt schon wieder einer, guck mal, da kommt schon wieder einer, guck mal, da kommt schon wieder einer. Was macht dich das, Thomas? Wie? Nervös. Ja, wahrscheinlich. Das macht dich nervös. Wenn einer dauernd hinter mir steht. So, Maschinen machen einen nervös. Ich will dir mal eine zeigen, wie die arbeitet. Wir haben sie aufgebaut, unser neuer kleiner Roboter. So, sieht ein bisschen aus wie so ein Balletttänzer. Von der Seite hat er was von mir. Ha, ha, ha. Tja, so arbeitet dieses Gerät. Thomas, komm mit. Wir gehen da mal hin. Du kannst dich jetzt, ja, lass den Zylinder hier. Du kannst dich jetzt an diesem Gerät austoben. Das heißt, du bekommst jetzt einen Hammer, eine Schutzbrille. Achim hat wieder einen wunderhübschen Hut auf. So. Und du siehst hier so Öffnungen drin. Ja? Und da legt dieser Roboter Kugeln rein, nämlich 12 Stück nacheinander. Und wenn du dann auf diese Kugel haust hier, dann macht das BAM! Deshalb kriegst du auch die Schutzbrille. Ja? Und du müsstest alle Kugeln nacheinander versenken und hättest da bei Schwierigkeitsstufe 3 eine Minute 25 Sekunden Zeit dafür. Alle Kugeln? Alle Kugeln nacheinander. Das Gemeine ist aber, dass der, wenn du hier stehen bleibst und wartest, wo tut er die rein, dann bleibt er da drüben auch stehen. Das heißt, der düst nur durch die Gegend, wenn du immer an Mann bleibst, also versuchst bei ihm zu bleiben. Je schneller du an ihm dran bist, desto schneller ist er. Dann legt er ab, du drauf und gleich wieder ran, weil die Zeit läuft. Logisch. Nicht warten, stehen bleiben, gucken, dann bleibt er auch stehen. Diese Roboter sind ja sowas von gut, alles klar? Logisch, geh ich hin, ja. Geht los, du kannst starten, wo du möchtest. Also er legt jetzt gleich los. Willi, go! Yeah! Und jawohl! Komm, wuhu! Ja, dranbleiben, sehr gut! Eine neue Form der Ziehung der Lottozahlen. Wunderbar. Dranbleiben, jawohl. Gut, 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 gut. Sehr gut. Ja, er ist heute wieder gemein. Super. Komm her. Okay. So, da kommt sie. Zack. Jawohl. Und. Rüber. Jawohl. Hey. Ja. Hin, jawohl. Und. Und hin, 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 hin. Spurten, spurten. Und nochmal. Und nochmal, jawohl, noch eine. Noch eine, noch eine, noch eine. Ich habe eben einen Fehler gemacht, gebe ich ehrlich zu. Ich habe gesagt, noch eines, war noch zwei drin. Das kann der Thomas natürlich nicht wissen, deshalb hast du schon gejubelt, als du draufgehauen hast. Gut, das lasse ich gelten. Thomas, und auf der 3, was passiert da? Da scheine ich. Ja, es scheint Thomas Burkhardt. Klasse. Dein Applaus, wie war das Spiel? Spitze. Ja? Super. Sehr, sehr schön. Schnell, ne? Aber schön. Aber schön. Schnell, aber schön. Schnell, aber schön. Gut, Ruth, jetzt kannst du ein bisschen ausruhen. Klasse. Gut, ich gehe rüber zu Ladlers. Geht das los? So.
Als ich heute die Kandidaten das erste Mal sah, wusste ich, warum die Redaktion gesagt hat, Mike, setz dich neben Karin. Da sitzt man doch schön. Karin, was machst du so beruflich? Ich bin zu Hause als Buchhalterin beschäftigt. Zu Hause beim Papi? Ja. Was macht denn der Papi? Ja, wir haben ein kleines Sportgeschäft, eine Eisstockerzeugung. Wir beliefern ganz Europa mit Eisstöcken. Das ist im bayerischen Raum sehr verbreitet. Und dann haben wir noch eine kleine Werkstätte mit Wagen, Reparaturen und die amtliche Eignung. Da ist Erich der Chef. Was macht Helga? Ich leite das Geschäft im Verkauf. Aha, also Erich ist gar nicht der Chef. Ja, schon, aber den Verkauf habe ich über. Und was macht Klaus? Ich repariere Wagen und Eisstöcke. Eisstöcke, das sind die, was man so... Richtig, ja. Werden die noch mit Hand hergestellt oder geht das heute auch schon alles maschinell? Es ist sehr viel Handarbeit dabei. Und eben auch Maschinen, ohne Maschinen geht es ja auch immer. Betrieb nicht mehr, wir haben ja gesehen, das ist ja auch eine super Maschine gewesen. Also ja. So eine Computermaschine haben wir nicht, aber wir haben auch moderne Maschinen. Wie viele Angestellte habt ihr denn? 15. Und Helga, nebenbei noch irgendwelche Hobbys? Ja, ich tue Eisschießen, nebenbei noch Wandern gehe ich gern und vor allem Skifahren und Schwimmen. Klaus, du hast ein tolles Outfit an. Ja, Wahnsinn. Ja, Wahnsinn. Gefällt's dir? Ja, super. Gut, Klaus, wir wollen uns mal unseren Spielstand angucken. Komm mal her. Bleib stehen hier, bleib bei mir. Du siehst, auf der 3 ist der liebe Thomas. Du kannst ihn jetzt von der 3 entfernen, wenn du gerne möchtest. Du kannst aber auch drunter bleiben. Na, ich werde eine 3 nehmen. Du wirst eine 3 nehmen. Gut. Du kennst doch sicher die Situation. Du stapfst fröhlich durch die majestätische Bergwelt. Über dir ein Steinadler, der König der Skilifte. Du hörst das leise Grasen einer Leitgams. Und plötzlich vernimmst du den Huf der Wildnis. Was sagt dir das, Klaus? Cool. Eine Kuh. Was meinst du, ist das eine Ratte oder ein Schimmel? Eine Mischung. Komm mal mit, das ist... Ja, du geh doch mal zu, Schimmel. Hopp, hey. Da siehst du, wenn Onkel Mike kommt. So, das ist Sebastian Diesel mit seiner Kuh Schimmel. Bleib bei mir. Schimmel, geh ruhig rein da. Komm, so ein liebes Mädchen. Hopp, Schimmel. Schimmel dich doch darüber. Sei kulant. Schimmel will nicht so richtig. Okay, wir warten so lange, ich erzähle dir so lange, was du tun musst. Du siehst mit fachmännischem Blick wahrscheinlich als Bauernbursche auf dieses Euter. Und was sagt dir das, Klaus? Das ist schön voll. Das ist nicht schön voll, das ist total voll. Das heißt, es sollte eigentlich gemolken werden. Ja. Ja? Und da du Schwierigkeitsstufe 3 gewählt hast, müsstest du jetzt den Eimer hier so voll machen, dass wir die 3 Gläser, die da bei euch jetzt gleich im Wohnzimmer stehen, bis zum Eichstrich füllen können. Ja. Ja? Das heißt, du gehst da rein, fängst an zu melken und hast dafür 2 Minuten Zeit. Ja. Gut? Gut. Klaus, Billy, go! Ah ja. Schimmel. Ist doch ein bisschen was. Ja. Ja, das ist eine. Ich könnte dir jetzt ein paar Q-Tipps geben. Ich weiß selbst nicht, wie das geht. Hat er kalte Hände, Schimmel? Oh. Ist doch noch ein Happen. Hier, guck mal. Ja. Jetzt weiß ich auch, woher der Ausdruck Kubikzentimeter kommt, Klaus. Wir haben weder Kosten noch Kühe gescheut. Schimmel. Aber ein hübsch gedrehtes Horn hat sie. Ah, da kam doch schon was. Ja, der Jubel brandet auf.
guckt irgendwie sehr nachdenklich zu Klaus rüber. Bist du das anders gewohnt? Timmin ist das irgendwie anders gewohnt. Aber er macht das so hübsch. Die Schuhe haben wir von einem Couturier machen lassen. Magst du Mike auch nicht mehr? Klaus, kommt schon was? Ja, okay. Mach ruhig weiter, die Zeit läuft noch. Du hast noch ein bisschen Zeit. Ah, da kam schon wieder eine volle Ladung. Oh, jetzt das Endspurt kommt gut. 2,5 Liter. So, langsam neigt sich die Zeit dem Ende. Komm mal wieder hier rüber. Aber Klaus, jetzt ist zu Ende. Stopp! Gefähr? Ah ja. So. Schönen Dank, Herr Diesel. Schönen Dank, Schimmel. Macht's gut. Wir gehen hier rüber. Die Schuhe ziehst vielleicht aus und machen wir den Teppich irgendwie. Irgendwie. Ja, wunderbar. So, das sieht sehr merkwürdig aus, was da drin ist, Klaus. Nimm Platz. Eine Eisdiele sollten wir damit nicht eröffnen. Na. Gut. Das sollten wir jetzt hier einfüllen in die Gläser. Ich würde sagen, nehmen wir einfach mal eins zum Spaß. Füllt das doch mal ein, oder soll ich das machen? Aber wenn ich dann was verschütte, dann kriege ich wieder Ärger hinterher. Ja. Ja, und ich schütte und schütte. Ja. Das wäre jetzt Schwierigkeitsstufe 1 gewesen. Ein Glas, Klaus. Wir mussten aber alle drei. Ich trinke das jetzt nicht. Schade. Ja. War es schwer? Ja. Hast vorher auch noch nie so eine Kuh gesehen, Nein. ne? Ich auch nicht. Ja, gesehen genug auch. Gemolken halt nicht. Weder gesehen noch gemolken. Gut, aber du bist ja nochmal dran gleich, Klaus. Das ist ja alles auszuwetzen. Karin, wie wäre es jetzt mit ein bisschen Musik? Ja. Wäre nicht schlecht, oder? Was sagt dir diese Melodie? Kennst du das Lied? Rick Astley? Richtig! Das ist Rick Astley mit seinem letzten großen Hit. Und der Mann ist das erste Mal im deutschen Fernsehen, natürlich bei uns, mit seiner neuen Single Whenever You Need Somebody. Call me out.
Da vorne, das wird ich auch sehen. Ich bin hier gefangen, die wollen mich kochen, ja, die Jungs. Obwohl ich das gar nicht verstehen kann. Meine Frau sagt immer, ich habe gar keinen Geschmack. Nein. Aber die werden jetzt gleich da drüben an diesen Topf da springen und da diese typischen Stöpsel rausreißen, ja. Und dann werde ich hier natürlich, da ich auch in Krisensituationen mein Gewicht halte, schwerer und das wird leichter und dann geht es da hoch, ja. Wir wollen vorhin noch kurz den Spielstand machen. Ich kann dich leider von hier nicht sehen, doch. Da ist auf der 3 dein Bruder, den kannst du natürlich nicht rausschmeißen. Das heißt, du könntest nur eine 2 nehmen. Oder eine 1. Die 2. 2? Gut. Ralf nimmt eine 2. Das heißt, wenn die jetzt da drüben an die Stöpsel springen, dann fängt da an, das Wasser rauszulaufen und ich näher mich hier diesem siedenden Topf. Ralf, du ahnst, was passiert. In dem Moment spurtest du da drüben an die Pumpe und pumpst, was das Zeug hält, Ralf, damit ich hier nicht reingehe. Du hast in dem Moment verloren, wo hier Wasser überläuft in meinem Topf. Und da bin ich dir auch persönlich noch böse dann. Ja? Und bei Schwierigkeitsstufe 2 hättest du genau 1 Minute 15. 1 Minute 15 müsstest du mich hier über Wasser halten, Ralf. Okay? Okay. Sobald ich Willi Go sage, ziehen die Jungs und du spurtest. Bleib noch kurz hier. Seid ihr alle bereit? Gut. Willi, go! Ich mag dieses Spiel nicht. Pumpen, hey, Junge, hey. Pumpen! Ralf! Ralf! Ralf, pumpen! Mensch, Ralf, mach nicht! Ralf! Ich esse meine Sippe nicht. Oh, Ralf, pumpen! Ralf! Los! Pumpen! Ja, du schaffst es! Du schaffst es! Ralf, du schaffst es! Ralf! Ralf, du schaffst es! Ralf, pumpen! Ralf! Du schaffst es, Ralf! Ein bisschen ist schon nass. Oh, Ralf, pumpen! Nicht nachlassen! Noch läuft nichts über! Anfeuern, die Jungen! Die Endphase! Ja, du schaffst es! Geschafft! Oh Gott! Ralf! Herzlichen Glückwunsch, Ralf! Du hast es geschafft! Du auch, ja. Das war nicht dein Fehler. Das haben meine Leute ausgedacht. Gut. Ralf, wie war es? Anstrengend. Ja, ziemlich. Aber du hast 2 Punkte auf der Wand.
donnernder Applaus. Ja. Ich lese schon morgen die Zeitung, Mike Krüger baden gegangen. Sie haben ja auch recht. Deshalb muss ich mich jetzt trockenblasen lassen. Und von wem lasse ich mich trockenblasen? Natürlich von einer Blaskapelle. Von den schwäbischen Musikanten. So schnell kann man sich wirklich nur in einer Aufzeichnung umziehen. Karin, das sieht ja richtig niedlich aus. Was hast du für ein Hobby? Hobby? Ja, Sport. Du hast doch noch so einen Nebenberuf irgendwie. Ja. Na? Und zwar bin ich nebenberuflich Mannequin und Fotomodell. Ist das nicht hübsch, was du jetzt anhast? Wunderbar. Das wird doch der Prospekt für irgend so ein schönes bayerisches Dorf. Warum nicht? Oder? Warum nicht? Vielleicht sieht uns jetzt jemand. Gut, Karl, bestimmt sieht uns jemand. Komm mal mit vor. Schau mal auf die Wand. Da sind bis jetzt nur Burkhardt-Brüder zu sehen. Das ist sehr schlecht. Das ist, finde ich, auch schlecht. Da müsste mal irgendjemand von Ladler erscheinen. Mhm. Sag mir, welchen von den beiden du von dieser Wand verweisen möchtest. Ich versuche den Thomas. Den Thomas, eine 3. Ja. Das ist so ein Applaus wert. Was sind denn das für Schuhe? Was haben sie dir denn da wieder angezogen? Falls sie dich nachher behindern, kannst du sie gerne ausziehen. Du siehst hier unsere schwäbischen Musikanten. Was glaubst du, was die gerne trinken? Bier. Richtig. Richtig geraten. Und das müssen wir jetzt rufen, liebe Augsburger. Wir singen zusammen. Aus, ne? So, da kommt das Bier. So, noch ein Stück weiter, glaube ich. Ja, so. Gut. Und jetzt werden diese Jungs noch mal kurz was spielen, damit du das noch mal hörst. Jungs, seid mal bereit. Das reicht. Das reicht. Das war nicht so toll, ne, Karin? Was meinst du, wie man die zur Ruhe bringen kann? Indem man ihnen ein Bier gibt. Das heißt, die fangen jetzt an zu spielen. Und dann gehst du hier hin, zapfst ein Bier. Das heißt, wir sollten es vielleicht erstmal anzapfen. Damit ich diese legendären bayerischen Worte sagen kann gleich. O zapft is. Auch schon mal gesehen. Also, jetzt haben wir hier das Bier. Das geht ganz einfach. Man dreht hier irgendwie so auf und dann kommt da Bier raus. Ja, so ungefähr. Habe ich das geschenkt wie auf der Wiesen. Ja. Jetzt musst du immer 2 Gläser, du darfst nicht mehr nehmen, 2 Gläser vollfüllen, in die Hand nehmen, rüberdüsen, denen in die Hand drücken und jedem, dem du eins gibst, der hört auf zu spielen. Und der Dame nicht. Der Dame auch, die trinkt auch Bier, gell? Ja, der Dame auch. Und ich möchte nachher keinen mehr spielen hören, Karin. Das heißt, du müsstest jedem eins geben und dafür hättest du bei Schwierigkeitsstufe 3 eine Minute 30 Zeit. Und die Gläser müssen voll sein. Ja, dann müsste mich ganz voll sein. So, dass ein bisschen was drin ist, wie auf der Wiesen halt. Ja. Ne?
Also zack, zwei nehmen, rüber, wieder zurück. Wenn die Schuhe dich behindern, ziehst du sie einfach aus. Das habe ich nämlich schon im Auge, dass sie dich behindern. Alles klar? Alles klar. Bereit? Okay. 1:30. Willi, go! Achso, willst du die Schuhe mit? Ja, ist okay. Gut, wir danken uns hier bei dem Pferdezug. Schönen Dank. Bei den schwäbischen Musikanten. Schönen Dank. So, raus. Meine Damen und Herren zu Hause, wir haben schon so viele Stripperinnen gesehen im Fernsehen. Jetzt schlägt das männliche Imperium zurück. Wir machen heute einen männlichen Strip. Auch die Männer fangen an zu strippen heute. Und wir haben jemanden hier heute, der ist wie eine Zwiebel. Je mehr Schalen er ablegt, desto näher ist man den Tränen. Aber den Lachtränen natürlich. Meine Damen und Herren, Jan van Dijk. Thank you.
gehe rüber zu Ladlers. Burkhardts, Burkhardts natürlich. Ich gehe doch zu Burkhardts, nicht zu Ladlers. So. Was ich wissen wollte, wieso heißt das Schornsteinfeger bringen Glück? Klaus, das musst du als Bezirksoberschornsteinfeger doch wissen. Ich hoffe, dass ich es da weiß. Wahrscheinlich liegt es daran, dass die Schornsteinfeger recht wenig sind im Verhältnis zu anderen Berufen. Ja. Und durch die schwarze Kleidung und dass sie selten zu den Leuten kommen in schwarze Kleidung, dass sie dann einfach unter dem Rubrik Glücksbringer zu sehen sind. Zurückreichend tut das schon bis zum Mittelalter hinaus, weil der Schornsteinfeger an sich für Feuersbrünste da war, dass keine Feuersbrünste entstehen würden durch das Reinigen der Schornsteine, durch Begutachten von Feuerstätten, dass keine Brände entstehen können. Und daraus sah man dann den Glücksbringer des Schornsteinfegers. Vielleicht auch dadurch, dass der heilige Florian ist unser Schutzpatron. Gell? Also, ja, ja. Hat denn Elfriede, hat denn Klaus dir Glück gebracht in deinem Leben? Bis jetzt ja. Und zwei so nette Söhne. Mit einem will ich jetzt spielen. Thomas, das schon, ja. Komm doch mal mit. Okay. Komm doch mal mit. Wir schauen uns erstmal den Spielstand an. Da bist du. Bleib hier bei mir, bleib bei mir, bleib bei mir. Bleib bei mir. Wo bist du, Thomas? Ziemlich weit unten. Ziemlich weit unten. Was machen wir dagegen? So, ich würde sagen, bevor die Karin noch weiter nach oben geht. Ja. So leid bist du, Karin. Ich gehe auf die drei. Man mag der Karin eigentlich gar nichts tun, nicht? Aber nee, normalerweise nicht. Aber willst du sie rauswerfen? Dein Bruder den Rücken frei halten oder wie man will? Ja, und bevor sie noch weiter hochgeht. Ach so, denkst du dann das? Dann geht sie ja wahrscheinlich dann auf die 6. Dann geht sie dann auf die 1 danach, wenn du auf die 3 kommst. Eben. Das stimmt. Clever gedacht. Und wenn ich da so die Liegestühle sehe. Burkhardts denken mit. Gut. Du kennst ja bestimmt die Geschichte. Du besuchst mich in meiner Villa auf Bora Bora. Hinter uns mein vergoldeter Swimmingpool. Hunderte von Mädchen stehen da. Aber keins beachtet dich. Warum nicht, Thomas? Wegen den Klamotten? Nein, nein, weil ich noch da bin. Aber du hast Glück, ich bin leicht sonnenempfindlich, gehe ins Haus und jetzt hast du die Mädels für dich und du willst ihnen imponieren mit einer Sache, die nur du kannst, Thomas. Und was ist das? Liegestühle aufbauen. Genau. Du hast es kommen sehen. Du hast es kommen sehen. Und bei Schwierigkeitsstufe 3 hättest du jetzt genau 2 Minuten Zeit, um 3 von diesen Liegestühlen aufzubauen. 2 Minuten Zeit. Zieh die vorsichtshalber an. Ich habe nur eine gute und eine schlechte Nachricht für dich, Thomas. Was wäre? Die gute zuerst. Ja. Wir haben hier 20 Liegestühle. Jetzt die schlechte. Davon gehen überhaupt nur 7 aufzubauen. Thomas, 2 Minuten. Schau sie dir genau an. 3 müssten so stehen, dass man sich reinsetzen kann. Okay. Wühl drin rum. Beide Stapel. Kreuz und quer. Bau sie am besten hier vorne auf, dann sehen wir dich auch schön. Alles klar. Willi, go! Aha, der gefällt ihm gar nicht. Ah, der klappt schon. Nee, doch nicht. Der hat doch schon was. Liegen haben kurze Beine. Ah, 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 ey! Einen haben wir schon. Ah, der sieht ein bisschen schlecht aus. Gut. Was ist mit dem? Bei uns klappt alles. Da fehlt was. Auch wenn es zusammenklappt. Der Mann hat einen Blick für Liegestühle. Ah ja. Was mit dem? Auch weg. Du hast noch Zeit. Schau sie dir genau an. Aha. So, der will nicht. Nächsten. Da, na, 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 na. Na, Thomas. Jawohl. Hey, 2, noch 1. Ja, der Mann blickt durch, der weiß, wie er mit Klappstühlen umgeht. Ah, na, na, hey! Super! Bleib ruhig sitzen, ruh dich aus. So, das ist doch schön. Da setze ich mich gleich dazu. So was Hübsches. Das hat in der Probe keiner geschafft.
So was. Das ist nochmal ein Applaus wert. Und jetzt schauen wir verschämt nach hinten. Was sagt uns der Spielstand? Arme Kevin. Süd auf der 3 erscheint Thomas Burkhardt. Süd auf den Anschluss. Ja. Gut, Thomas, super. Das war toll. Ich düse rüber. Ach, ich kämpfe mich hier durch diese Liegestühle. Ach, Mensch, Karin. Dich drehst, ja. Jetzt hat er dich doch von der 3 runtergefegt. Nicht zu fassen. Klaus, du bist bei euch in der Firma auch noch für die Wagen zuständig? Ja. Was für Wagen habt ihr denn da so? Was machst du mit den Wagen? Ich repariere sie. Ich mache das Service. Das heißt, ihr verkauft auch Wagen, oder? Ja. Ihr verkauft sie und du fährst hin, überprüfst die. Und wenn was kaputt ist, repariere ich sie und dann wird sie zur amtlichen Eignung vorgelegt. Was sind die meisten Fehler, die bei einer Waage auftreten können? Gibt's zig Fehler. Zig Fehler. Ja, wir wollen uns nämlich gleich mal so eine Waage angucken. Aber wir schauen vorher noch mal kurz uns den Spielstand an. Komm doch mal mit, Klaus. Weil wir spielen jetzt natürlich wieder, wir beide. Bleib mal hier bei mir. Klaus ist verhältnismäßig wenig zu sehen auf der Wand. Was machen wir, Klaus? Ich probiere es noch einmal mit einer 3. Klar, weil dann, ich meine, der Mann hat ja deine Schwester eben rausgeworfen. Ja, ne? Tja, das ist eine Frechheit. Das ist ein Unding. Denn wer wagt, gewiegt, ist das alte Sprichwort. Ja. Ne? Unsere Waage wird gerade noch aufgebaut, wir gehen trotzdem schon mal rüber. Weil wir können das ja gerne ruhig mal zeigen, dass wir auch Menschen arbeiten bei uns. Vielleicht ein kleiner Applaus an unsere Bühnenarbeiter. Klaus, bleib bei mir. Was sagst du zu diesem wunderschönen Gerät hier? Gefällt sie dir? Ja. So eine schöne Waage, die wir da besorgt normal, haben. Ja. Hat uns viele Kosten und Mühe bereitet. Klaus, was wiegst du zurzeit? 80. 80? Das ist genau mein Gewicht. Komm, ich gehe mal hoch. 80 wird zusammen 160. Einer von uns hat geschummelt. Ja. Du. Okay, ist ja gut, ist ja gut. Klaus, ich brauche jetzt Oh Gott, nein, das ist nicht zu glauben. Schön, Achim. Der Mann mit dem schweren Kopf. Gut, wir sollen es jetzt. Da wir festgestellt haben, was wir beide wiegen, schauen wir jetzt mal, was die Augsburger so wiegen. Lass uns doch mal fragen. Hier vorne sitzt eine nette junge Dame. Was wiegen Sie denn? 55. Das ist Ihr Idealgewicht. Und Sie? Dasselbe. Beide gleich, 55. Sie wiegen auch 55. Ja, ja, und Sie auch 55. Wir wiegen alle 55 in Augsburg, das ist nicht zu fassen. Klaus, bleib bei mir, wo bist du? Komm her. Wir wollen noch mit den Augsburgern sprechen. Jetzt hast du nämlich schon viel darüber erfahren, über das Spiel, was du jetzt spielen musst. Ja. Weil wir wollen jetzt den Zuschauern zu Hause zeigen, dass unser Augsburger Publikum für uns Gewicht hat. Nämlich genau 1987 Kilo. Und die müsstest du jetzt innerhalb von 60 Sekunden, nein, von einer Minute 15 Sekunden, müsstest du die auf diese Waage bringen. 1987 Kilo. Eine Minute 15 Sekunden Zeit. Nimm dir jeden Augsburger, den du finden kannst, kannst du mitnehmen. Es muss ja ein Augsburger sein. Du musst ja, vielleicht kommt er auch woanders her, aber jeder, der hier sitzt, ja? Ja. Alle, die dir helfen wollen, da hinten, dein Fanclub oder so. Du musst nur innerhalb von einer Minute 15 1987 Kilo da drauf bringen. Mhm. Alles klar? Alles klar. Gut, Willi, go! Ja. Komm her. Alex. Leute, kommt! Ja. Kommt geil. Kommt gleich. Dann mal. Helft ihm! Jubel! Hey! Kommst du nicht, komm an? Oh Gott. Ihr wollt's nicht? Alle recht wagemutig. Ja. Stopp! Schon zu viel! Jetzt musst du wieder aus, runter, wieder Richtung runter, Ruhe bitte, Konzentration, runter. Wir müssen jetzt an die Feinarbeit. Noch welche runter, stopp, einen wieder rauf, wieder einen runter, kleine runter, genau, 87, da sind wir, das lasse ich gelten, genau, 87, wunderbar, bleib bei mir.
fliegt wieder zurück. Was? Na, sag mal, du warst ja auch sehr wagemutig. Wie heißt du? Beate. Beate, hat es dir bis jetzt gefallen? Super. Das freut mich. Dann setz dich hin. Ich glaube, es wird noch weiter so gehen. Danke dir. Tja, Klaus, das war eine absolute Meisterleistung. Man merkt, du hast mit Wagen zu tun. Danke. Was fährst du persönlich für einen Wagen? Achso, nein. In den Rhythmus. Wir schauen uns den Spielstand an. Auf der 3, der Recher der Klaus Radler. Recht seine Schwester und erscheint auf der 3. Wunderbar, super. Bleib bei mir. Klaus, du kommst aus Graz. Ja. Jetzt habe ich hier ein paar Jungs, die kommen auch aus Graz. Ja. Du kennst sie bestimmt. Sie kennen sie auch alle, denn sie waren die erfolgreichste Gruppe letztes Jahr in Deutschland. Sie waren letztes Jahr schon im 4 gegen Willi und sind jetzt wieder da mit ihrer neuen Single. Die erste allgemeine Verunsicherung. Küss die Hand, schöne Frau! Ein Mann geht ins Lokal, sucht die Dame seiner Wahl und mit Worten öd und schal bringt dieselbe er zu Fall. Und das geht so, Diederdon, Diederdei, ist da noch ein Platz all frei? So allein, schöne Frau, meist sind ihre Augen blau. Tirili, irgendwie, Tirilo, kenn ich sie von irgendwo. Schalali, schalala, Herr Ober, bringen uns noch zwei. Pommerie, Pommeru, stoß mal an und sag mal du. Und weil wir so einsam sind, trink mal aus und geh mal heim. Küss die Hand, schöne Frau, ihre Augen sind so blau. Mit der Dame an der Hand geht es dann zum Taxistand, doch das Ziel dieser Fahrt ist bis dato unbekannt. Zu mir nach Hause können wir nicht, weil der Klempner grad was riecht. Grübel, grübel und studier, warum fahren wir nicht zu dir? Bussi, Bussi, zuerst das Handy, dann das Bussi. Schmusi-Bo, geh komm, sei doch nicht da so. Schatzi-Putz, Mausi-Herz, ich liebe dich, das ist kein Scherz. Fummel, Fummel, Gille, Gille, du nimmst eh die Pille. Küss die Hand, schöne Frau, ihre Augen sind so blau. Tag danach, als es geschah, im Schlafgemach. Hallo, Bussi Berli, ich bin's, die Helga. Ah, Helga wer, Helga wie, diesen Namen hört ich nie. W.O.W., W.O. mir, tut mir leid, ich bin nicht hier. Tralala, tralali, was heißt du? Wir sind Persi. Warum ich so leise red, ich bin krank und lieg im Bett. Transpiri, transpira, ich bin leider nicht allein. Hinter mir steht meine Frau, 7 Kinder und der Hund, also ciao. Küss die Hand, schöne Frau, ihre Augen sind so blau. Schöne Frau, wenn ich in ihre Augen schau, dann bin ich, dann sieht er nicht mehr nach.
Lieben. Da bin ich wieder bei euch. Jetzt geht's auch nicht. Ralf, erzähl mir noch mal was von deinen Hobbys. Meine Hobbys ist in erster Linie Musik machen, Tanzmusik. In der Band? Richtig, in der Band, ja. Ganz alleine? Nee. Nein, mit 6 Mann. Wer spielt noch mit? Mein Bruder. Ne? Wir machen alles zusammen. Und Schlagzeuge, Gitarre, Bass. Was spielst du? Keyboards. Und du? Trompete. Trompete? Richtig einen rausblasen. Und ihr macht so richtig dufte Tanzmusik? Alles, ja. Wo tretet ihr auf? Ja, auf Kirmesse und auf Faschingsbälle und so weiter. Alles Mögliche, was halt im Jahr so für Feste anliegen. Überall. Und macht Spaß? Ja, sehr viel Spaß. Treibst du auch noch Sport? Ja, das Aufbauen beim Musikmachen. Sonst gar keinen? Naja, keine Zeit. Und die Arbeit, dass ich Sport genug kann. Also früher mal Sport getrieben? Früher mal Fußball, ja. Fußball hast du mal gespielt, das trifft dich doch gut. Ja, ich wollte es gerade sagen. Ja, immer noch. Aber jetzt müssen wir spielen. Du ahnst schon was? Fußball. Komm mal mit. Wir stellen uns mal hier vorne hin. Wir wollen es erstmal angucken. Der Ralf ist auf der 2 und könnte mit einer mutigen 3 auf eine 5. Du hast es erraten. Ich habe es erraten. Wenn wir mal die mutige 3 probieren. Das ist doch ein mutiges Unterfangen, was du da vorlegst. Es läuft auf der 5. Komm mal mit hier rüber. Ralf, du siehst hier ein Tischfußballspiel, nur etwas größer als normales. Ein bisschen, ja. Also da ist das Tor, davor sind so Stangen mit so Dingern, die man hin und her schieben kann. Nur die Spieler sind noch nicht da. Ja. Du müsstest jetzt gleich da in das Tor schießen, denkst du dir schon? Ja. Jetzt kommt natürlich, musst du da noch irgendwo eine Abwehr rein, in diese Stangen. Mhm. Aber da haben wir nicht irgendeine Abwehr, meine Damen und Herren. Nein. Da ist fast die ganze Mannschaft von Werder Bremen. Otto Rehhagel, Manni Burgsmüller und Oliver Reck. Hey! Komm mit. Jungs, kommt hier rüber. Hallo, wow. Hallo, hallo. Schönes Tag, hier. Danke, bleib hier drauf. Otto, Ralf, bleib ruhig hier bei uns. Servus. Bitte, bitte, sowas möchte ich hier nicht hören. Oh, das ist richtig. Otto, wie lange seid ihr heute hierher gefahren? Ja, wir sind etwas verspätet angekommen, unser Flieger ist nicht, wir kennen das ja schon aus der letzten Woche. Ich wollte gerade fragen, ja. Wir sollten um 11.45 Uhr fliegen, es hat nicht geklappt, 14.30 Uhr und dann von Frankfurt mit dem Intercity hierher pünktlich. Da könnt ihr mal sehen, was die Jungs das wert ist, dass sie hierher kommen. Die sagen nicht einfach ab oder so. Super. Augsburg ist euch genauso wichtig wie Moskau. Oliver. Du bist der neue Torwart bei Werder. Wie gefällt's dir da? Ja, bis jetzt super, ne? Budde war vorher, du hast da eine schwere Bürde übernommen, aber läuft toll, ne? Ihr seid ja gut drauf. Wir sind der Erste. Ich habe jetzt 8 Gegentore gekriegt. Bis jetzt läuft super, ne? Für mich. Was meinst du, was heute passiert hier bei diesem Tor? Ja, ich hoffe natürlich, dass ich keinen reinkriege, ne? Ja, das wollen wir auch hoffen. Setzt du dich doch mal da hinten rein. Ich tippe auf Poster. Manni, geh du da rein. Oder nee, rechter Verteidiger. Und du gehst da, Otto. Ja? Ja. Ihr kriegt dann noch netterweise die Beine zusammengebunden. So wollte ich Otto immer schon mal sehen. Komm mal mit hier rüber. Ralf, du siehst, was passiert. Die Jungs werden da eingebaut. Otto, lass dich nicht so hängen. Okay. Ich kann auch hier Gymnastik machen. So, du musst hier schießen von diesen beiden Punkten, immer abwechselnd. So viele Bälle, wie wir da haben, kannst du benutzen. Klaus und Mami Burkhardt, kommt doch bitte zu mir. Macht euch da, seid ihr schon abge... Ja, genau, keine Mikros mehr dran. Ihr dürft ihm helfen, die Bälle vorzulegen. Klaus hier, oder Elfriede hier, Klaus da drüben. So, ihr dürft ihm immer Bälle hinlegen, dass er möglichst schnell schießen kann. So, die sind festgeschnallt, dann kann es ja losgehen. Nee, das wäre ja einfach, Ralf. Da würde ich ja alles da reinschießen, da muss ja einer noch ziehen. Ja. Oder? Klopfen, ja. Ladlers. Mami und Papa Ladler, bitte an die Stangen. Mike, wie ist das mit dem Überdrehen? Geht das auch? Nein, das wird jetzt nicht also, übergedreht. Also, das ist gut. Mani, mach dir keine Gedanken. Wir haben das. Ja, bleib da an der Stange. Jetzt müsst ihr euch überlegen, wer wen bedient. Also, ihr müsst so ziehen, dass der Ralf nicht reinschießen kann, wie beim Tischfußball. Ne? Also, ihr habt jetzt die beste Abwehr Deutschlands zur Hand. Das ist doll hier, du. Was sagst du?
Die Hände bleiben oben, ja, ja klar. Nee, nee, der darf ja auch nur unten durchschießen. Der darf ja auch nur unten durchschießen. Ja? Also ihr müsst richtig. Guck mal, wie die Massen toben bei uns, Otto. Ist das nicht toll? Wie bei Werder Bremen. Okay, alle bereit? Du musst 10 Stück reinschießen innerhalb von einer Minute. Ist das nicht schön? Mal probieren. Schwierigkeitsstufe 3. Bei 1 hättest du nur 6 reinschießen müssen. Gut. Hinlegen. Fang mal, oder? Können wir auch mit den Händen halten? Du, der darf nur unten durchschießen. Unten durch. Okay. Ja, ja, nee, sonst wird's ja, wir schießen ja hinten alles kaputt. Mit Linksfüßler. So, stell es dir zurecht, wie du möchtest. Alles klar, Ralf? Ja. Willi, go! Einer drin, hey! Zwei! Ziehen! Drei! Arbeiten da hinten, Adlers! Oh, gehalten! Bravo. Vier! Super! Jawohl, gehalten! Oh! Oh, die Dekoration! Ja, hallo, das war ein wunderbarer Stoppball. Fünf! Das ist ja kaputt. Und sechs! Oh, abgefälscht! Ja, bravo! Sechs haben wir! Gehalten! Sieben! Zieh da hinten! Gehalten! Oh! Zieh hier rüber! Ja, gehalten! Rüber! Oh! Knapp, knapp! Gehalten! Weiter schießen! Ja! Sieben haben wir! Stopp! Bleib bei mir, Ralf, bleib bei mir! Komm, wir gehen hier rüber. Setzt euch wieder hin. Oh Gott, oh Gott, der Mikro ist ab hier oben, machen wir wieder dran. Das war aber, ich meine, Beckenbauer hat irgendjemand bei seiner Talentsuche übersehen. Otto, was sagst du? Bitte? Beckenbauer hat irgendjemand übersehen. Der Junge schießt doch toll. Ja, aber. Und mit links. Jetzt ist er aber total außer Atem. Mit der Kondition hapert es noch ein bisschen. Wenn er bei dir wäre, dann würdest du ihn schon rannehmen. Ja, es dauert eine gewisse Zeit, aber dann wird es vielleicht gleich. Ein Glück. Ein Glück, dass er mich nicht so genau angeguckt hat. Ich mache lieber die Jacke zu. Otto, ich bedanke mich bei euch, dass ihr da wart. Schönen Dank, wünsche euch alles Gute für die Saison. Otto Rehhagel, Manni Borgsmüller, Oliver Reck. Dankeschön. Ralf, ich meine, das war. Wir hatten bei den Proben nur Leute, die mit rechts geschossen haben, aber auch da war es schon schwer. Du bist Linksfüßler. Und völlig außer Atem. Oh, es geht jetzt langsam. Aber wir gehen trotzdem nicht zu Otto ins Trainingslager, ne? Nee. Ich glaube auch, das wird etwas anstrengend. Nee. Leider nur 8. Ja. In der letzten Sekunde den 8. reingesimmelt. Zwischendurch war ein kleines Tief, so bei 4-5 Schüssen. Schade. Was sagt uns der Spielstand? Ralf bleibt da, wo er ist. Nichts weiter, ja. Nichts weiter. Schade. Macht doch nichts. Nimm Platz. Okay. Und ich verschwinde hier rüber. Atlas, wo habt ihr denn eure Karin gelassen? Ja, wollen wir doch mal schauen. Karin. Jawohl. Ich glaube, ich spinne. Ja. Komm doch mal mit nach vorne, bleib hier bei mir. Mit großen Augen schaut Karin. Karin, was ist dein Verhältnis zu Spinnen, dein persönliches? Magst du Spinnen? Naja. Ja? Ich würde ihnen nichts tun. Du würdest ihnen nichts tun. Du bist ja auch eine niedliche kleine Spinne. Jetzt hast du nicht nur 2 wunderschöne Beine, sondern 10. Das ist so eine Steigerung. Komm, wir schauen uns erstmal den Spielstand an. Karin ist auf der 1. Klaus ist auf der 3, Ralf ist auf der 2, Karin könnte auf der 4 in Führung gehen. Ja, ich probier's. Du probierst? Ja. Was sagt uns das? Ja, wunderbar. Karin, du kennst die Situation, du bist eine niedliche kleine Spinne, kommst nach Augsburg, liest ein Plakat, 4 gegen Willi. Würdest du natürlich sofort hingehen, weil Spinner am Abend erquicken und labend. Mhm. Kommst nach Hause und was siehst du? Das. Ein Netz, dein Netz und 10 kleine Fliegen würden sich darin verfangen, wenn du sie nicht retten würdest, weil du ja eine Liebesspinne bist. Das heißt, du würdest jetzt in dieses Netz hochschießen und innerhalb von 2 Minuten, Karin, müsstest du jetzt 8
von diesen Fliegen da so an dem Band ziehen, dann gehen die ab. Und dann kommst du hier runtergedüst und gibst sie deiner Mami. Helga, komm doch mal her. Muss sie erst so abtüten. Kann ich noch anziehen? Ja, dann gehen die gleich ab. Ja. Wenn sie nicht abgehen, ziehst du ein Dollar. Ja, gut. Acht Stück. Mhm. In 2 Minuten. Bei Schwierigkeitsstufe 1 hättest du nur 6 ziehen müssen. Aber du willst ja auf ganz nach vorne. Ist ja okay. Mhm. 8 Stück. Alles klar. Die zappeln ein bisschen mehr noch, ja. Wir werden dich auch da vorne noch vorsichtshalber ein bisschen anbinden, dass du uns hier nicht aus dem Netz kippst. Bist du bereit? Ja, ja. Gut. Mami ist auch da. Du übernimmst die Fliegen von ihr. Du übernimmst sie, gib dir die Fliegen. Willi, go! Unten an den blauen Band ziehen, da ist ein Band dran, zieh dran. Oh, Vorsicht. Zieh an den blauen Band, da geht sie auf. Aha. Oder gib sie einfach so der Mutti, jawohl. Gut. An den blauen Band ziehen, dann hast du sie. Da hast du die nächste. Wunderbar. 2. Nochmal. 3. Helga, du zählst mit. 3 haben wir. 4. 5. Oh, oh, oh. Sekna, die will ich mal gelten lassen. Und 6. Du hast es geschafft. So, Karin, ach oh Gott, ach oh Gott. So, warte, ich tüte dich ab. Wie war es da oben? Wunderbar. Wunderbar. Die Höllenluft. Du hast zwar eigentlich nicht das gemacht, was ich gesagt habe, nämlich sie der Mutti gegeben, sondern du hast sie mir runtergeworfen, ne? Aber da ich vorhin dem Burkhardt auch geholfen habe und gesagt habe, okay, diese eine Kugel, die lasse ich mal gelten, sage ich einfach, das war eigentlich mir überreicht. Okay? Dann gleicht sich das wieder aus. Helga hat 8 Fliegen. Gut. Und liebe Zuschauer zu Hause, wir haben dieses Riesennetz uns angeguckt und haben gesagt, was machen wir mit dem Ding? Das geht bei uns in den Fundus. Was sollen wir damit? Das können wir auch verschenken. Und das schenken wir jetzt einfach dem Kindergarten in der Fabrikstraße. Das kriegt ihr zum Spielen. So. Wir schauen uns den Spielstand an. Auf der 4 erscheint Karin. So, das heißt, ich schicke Karin zum Umziehen gleich für unser Entscheidungsspiel. Und ich schicke den lieben Ralf zum Umziehen für das Entscheidungsspiel. Und er bleibt noch einen Moment bei mir. Karin, was ist das? Steht auf einem Bein und flötet. Kennst du den? Ian Anderson. Ian Anderson, das ist der Mann, der der Rockmusik die Flötentöne beigebracht hat. Und der hat so tolle Nummern geschrieben wie Locomotive Brass, Boré, mit seiner Gruppe Jazz Rotal. Und die sind heute hier bei uns. Und wir können wirklich in Rocknostalgie schwelgen. Wir hören erst einen kurzen Ausschnitt von Locomotive Brass und dann hören wir den neuen Titel Steel Monkey mit Jethro Tull. Time loves us, headlong to his death.
sun sets down. I'm a high-rise jockey and I'm heaven-bound. To the workboat shuffle, loose brains from brawn. I'm a monkey puzzle and the lid is on. Can you guess my name? Can you guess my trade? I'm gonna get you anyway. You might be right. I'll give you guesses three. Feel me climbing up your knee. Guess what I am? I'm a steel monkey. Now some men hustle and some just think, and some go running before you blink. But some look up and some look down from 300 feet above the ground. Well, can you guess my name? Can you guess my trade? Well, I won't rest before the world is made. Arm in arm, the angels fly. Keep me from falling out the sky. Still my day. Zu einer Neuerung in der Sendung zu unserem Dankeschönpreis. Und da fällt mir spontan ein, die Juliska aus Budapest, die hat ein Herz, das Paprika keinem Ruhen lässt. Wunderschönen guten Abend. So, hier haben wir die Preise. Helga, Elfriede, komm doch mal zu mir her. Bleib ruhig bei mir. Ja, gut. Hier haben wir zwei Preise schon mal für euch. Und zwar sind das nicht irgendwelche Preise, sondern für dich einen. Für dich ein, wer aus der Familie den einlöst, ist mir egal. Das ist eine Silvesterreise. Guckt sie euch an. Nach Budapest in ein 4-Sterne-Hotel, nämlich das Hotel Forum in Budapest. Ist das nicht was Schönes? Ja? Okay, nehmt wieder Platz. Dankeschön. So. Und wir kommen zu einem Spiel, was nicht nur unsere Kandidaten dürfen hier spielen, sondern auch Sie zu Hause, liebe Zuschauer, müssen jetzt mitspielen. Wir haben nämlich ein neues Motto, Hamsterlotto. Und das ist so einfach, die Spielregel, dass sogar ich sie verstanden habe. Sie müssen tippen, auf welchem Feld unser Sieger bei dem Willi-Fang-Spiel den Willi fängt. Sie sehen hier 49 Felder, das ist wie Schiffe versenken. Sie sagen also zum Beispiel, ich glaube, er fängt den Willi auf E5. Schon macht es düt, düt, düt. Wenn er ihn da gefangen hätte, hätten Sie gewonnen. Er kann ihn natürlich auch auf D4 fangen. Schreiben Sie uns. Wer richtig getippt hat, kommt in einen Sack. Da zieht der Sieger nächstes Mal den richtigen Gewinner. Und dann müssen Sie 4 Tage zu 4 gegen Willi kommen. Nein, Sie dürfen. Wir laden Sie ein.
Vier Tage, vier gegen Willi mit zwei Personen vor, hinter den Kulissen, Abendessen mit Mike natürlich, sowas alles. Also schreiben Sie uns, wir freuen uns. Jetzt kommen wir zum Endspiel und es beginnt, wer beginnt? Ralf Burkhardt. Ralf, ja. Ralf, schau dir diese Wand an. Was sagt sie dir? Du bist auf der 2. Ich werde eine 3 probieren. Du wirst eine 3 probieren, dann bist du mal auf der 5. Dann geht es schon mal um 10.000, meinst du? Und Karim muss ja auch erst den Willi fangen. Ich meine, so einfach ist das ja alles nicht. Richtig. Gut, also mein Säckchen bitte. Jodlodi. Oh. Wird ja immer gefährlicher. So. So. Das üben wir gleich. Mach dir keine Gedanken. Wir haben Zeit. Wir haben Zeit. Ich habe erst 10 Minuten überzogen, also wir haben Zeit. Gut, du weißt, wie es geht. Da oben kommt jetzt sein Feld. Müsste jetzt irgendwann erscheinen. Dein Feld müsste jetzt irgendwann erscheinen. Da ist es, ja. Oh, der übt ja schon, der Mann. Runter, links. Hast du die Sendung schon mal gesehen? Ja, irgendwann mal. Ja, okay. Also klappt alles, ne? Gut. Und du weißt, bei Schwierigkeitsstufe 3, 60 Sekunden, ne? Wenn noch 10 Sekunden sind, fängt das an zu blinken, lass dich dadurch nicht irritieren. Dann hast du noch 10 Sekunden Zeit. Augsburg wird dich anfeuern. Ralf, es geht los. Willi, go! Ja, 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 ja. Rechts, rechts, runter, 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 hoch. Und, oh. Ja, runter, 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 runter. Ah. Runter, 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 runter. Links, links, links. Hoch. Rechts, 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 super, so. Du bist schon mal auf der 5. Immerhin etwas. Ja. Das ist immerhin etwas. Das hast du aber stark gemacht. Super. Ruh dich aus. Ralf. Und jetzt kommt Karin Ladler. Karin. Nimm Platz. So. Wir schauen uns das erst noch mal an. Der Ralf ist auf der 5. Du schaust zur Hilfe suchen zu Papi und Mami. Ihr wollt gar nicht so viel Geld. Klaus sagt 1 oder 2 solltest du versuchen. Aber es ist deine Entscheidung, Karin. Du kannst natürlich auf 20.000 Mark hochschießen, gell? Mit einer 3. Du kannst auch auf 15 mit einer 2. Probieren wir es. Ich weiß nicht, ob das so richtig rübergekommen ist. Alle haben so gemacht und so gemacht und so gemacht. Hat sie gesagt, geh nicht mehr die 3, probieren wir es. Das ist das, was ich gerne mag, Karin. Wir üben es auch nochmal, ob deine Knöpfe alle richtig postiert sind. So, da kommt gleich, jawohl, das ist dein Feld. Rechts geht, links geht, runter geht. Na, mit der Geschwindigkeit sehe ich da keine Probleme, Karin. Alles klar? Willi, go! Hoch, 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 hoch! Runter, 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 runter! Runter! Fix, 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 oh.
Die Familie ist aufgesprungen. Kommt ruhig her. Umarmt eure Tochter. Na, das war da eine super Leistung. Oh, das ist jetzt Wahnsinn. Der Papi, so ist er. Ja, er freut sich. Gut, wir müssen jetzt noch kurz unseren Sieger für das diesmalige Hamsterlotto ziehen. Wo haben wir ihn gefangen? Auf G2. Das ist der Sack mit allen G2-Einschreibungen. So, jetzt darf von Karin gezogen zu werden. Das ist doch was Schönes. Karin, lies doch mal vor, wer das gewonnen hat, wenn du noch dazu imstande bist. Riedel Ingrid, Hallleitnerstraße 10, 4493 Wolfern, Oberösterreich. Oberösterreich, Sie dürfen uns nächstes Mal besuchen bei der nächsten 4 gegen Willi und wir gehen zu Willi rüber. Ja. Komm, Karin, komm ruhig mit. Ja, wir schauen uns das an. Es hat sich einiges geändert, auch hier. Meine Damen und Herren, Willi hat jetzt nicht nur mehr 2 Löcher, er muss mehr arbeiten. Wir haben 3 Löcher. Über dem einen Loch steht, wie du siehst, Karin D-Mark. Über dem mittleren Loch steht Forint, weil Ungarn, da zahlt man seine Gulaschsuppe mit Forint. Ja, die Reise habt ihr ja schon. Und da steht österreichische Schilling. Läuft Willi bei D-Mark rein, hättest du 20.000 D-Mark. Läuft er bei Forint rein, hättest du 20.000 Forint. Läuft er bei österreichische Schilling rein, hättest du 20.000 Schilling. Die bräuchtest du nicht zu versteuern, das wären sozusagen Schwarzschilling. Ja? Weißt du, wie man in Ungarn einen Geldesel nennt? Forintenkacker. Nein. Du kannst bestimmen, wo wir den Willi hier unten hinsetzen sollen. Und dann hoffen wir, dass er da reinläuft, wo es die meiste Kohle gibt. In die Mitte, sagt sie. Ja? Zeig's dem Walter, wo er ihn reinsetzen soll, dann setzt er ihn dahin. Genau da. Hier. Und Willi, go! Willi, go, Junge. Jetzt wird es spannend. Die nachfolgenden Sendungen verzögern sich ungefähr um eine halbe Stunde. Wir haben für das Publikum hinten Decken ausgeteilt. Nicht hinmachen, du sollst da durch ein Loch gehen, nicht zu fassen. Komm, wir machen erst, wollen wir einen kleinen Imbiss nehmen? Na, Karin, guck ruhig zu. Willi, was ist los, Junge? Keine Lust heute? Weil der jetzt macht das spannend, ne? Aha, er nähert sich einem. Die Ecke ist ja schon nicht schlecht. Ja, da ist kein Ausgang. Junge, da sind die Dinger. Geh doch mal darüber. Junge, da. Oder da, oder da. Oder da. Aha. Na? Österreichische Schilling? Überlegt noch. Karin, überlegt noch. 20.000 Schilling! Komm mit in die Mitte. Burkhard, komm mit. Walter, schönen Dank. So, stell dich wieder auf das Podest. Du fährst nach Ungarn mit 20.000 Schilling, ist auch was. Super. Meine Damen und Herren, wir haben ein Riesenfinale. All meine Gäste kommen jetzt zu mir. Den Geldkoffer brauche ich natürlich. Das Geld, wo ist denn? Ach Gott, ich bin ja. Herr Sándor Peisch, bitte kommen Sie zu mir. Übergeben Sie der Dame die Schilling. Ja, und das muss ich noch auflösen. Das war der Gesandte Ungarns heute bei uns in der Sendung. Herr Peisch, vielleicht noch einen Gruß nach Ungarn heute als Abschluss. Ja, es freut mich sehr, dass die heutige Sendung ganz kleines bisschen auch im Zeichen Ungarns war. Ja. Und viel Glück und viel Spaß für die Reisenden, die Silvesterabend Ungarn verbringen und viel Spaß auch für alle, die Ungarn fahren möchten. Dankeschön. Okay. Schönen Dank. Meine Damen und Herren, unsere Pferde kommen, unsere Kuh kommt, alle meine Gäste sind da. Wenn es Ihnen gefallen hat, schauen Sie wieder zu. Wir sehen uns am 2. Januar in Hof. Da wird mir noch ein kleiner Willi zugeworfen. Dankeschön, ich habe schon einen. Wir sehen uns am 2. Januar in Hof. Bis dahin alles Gute. Das war's aus Augsburg. Tschüss, bis zum nächsten Mal.